Ja, sehr sexy. Ja, total. Deine Nase ist auch total sexy. Guck mal, die sehen fast gleich aus, meine und deine. Ich finde, die haben den gleichen Schnitt. Wir könnten Brüder sein. Wieso hast du deine Haare gefärbt? Lass sie doch einfach schwarz. Schwarz ist sehr gut. Und das ist jetzt eher so rostbraun, oder? Wie nennt sich das rostbraun? Nee, ne? Durchfall. Ach komm. Da ist mir glatt mein Ei aus der Hose gerollt. Versace, Versace, Versace. Versace, Versace. Versace, Tust du jetzt irgendwie auf, weiß ich nicht, Rich Money Bitch oder was? Was ist denn da los? auf jeden Fall, Digga. Guck mal, ich hab hier auch einen richtig dicken Goldklunker hier, ja? 1 Million. Boah, shit, der hat auch eine Ah, wir Million sind. gekostet, ne? Ja, aber easy, Mann, easy. Das ist eine sehr gute Wertanlage, ja? Wenn irgendwie der Euro mal sinkt oder sowas, dann bezahle ich einfach hiermit. Die Haare auf dem Kopf hier vorne, die sollen diese Halbglatze verdecken, ne? Ich habe mittlerweile schon graue Haare, so. Das dauert nicht mehr lange, dann habe ich auch eine Halbglatze. I feel you, Bro. Aber versprich mir, wenn die Halbglatze schon hier hinten angekommen ist, also hier oben, ja? Dann rasier komplett ab, weil das sieht scheiße aus und so ein Halb-Halb geht nicht. Entweder voll oder gar nicht. Guten Tag. Ah! Meine Ohren! Nächstes Mal bitte etwas leiser ins Mikrofon schreien. Ich habe jetzt so ein Fiepen im Ohr. Ich war vor ein paar Tagen beim Arzt gewesen, damit ich habe 100% Hörfähigkeit. Wir sind jetzt rapide auf 20% gesunken oder so, dank dir. Vielen Dank dafür erstmal. Ohne Witz, ey. Alter, ich liebe dich förmlich. Könntest du vielleicht lächeln? Das würde die ganze Sache noch ein bisschen sympathischer rüberkommen lassen. Ganz, ja, geht doch, geht doch, geht doch. Sehr schön. Und jetzt mit Zähnen. Grinsen. Lächeln. Zeig deine Zähnchen. Au, alles klar, war ein bisschen zu viel jetzt. Hallo? Du siehst ein bisschen aus wie diese Katie Cake. Oder so, wie die heißt. Katie Cake? Katie? Katie? Ja? Katie? Besser. Ah, auf YouTube diese Katie Cake da. Diese Blonde. Kennst du nicht? Kenn ich. Kennst du nicht? Boah, überraschend. Nee. Aber ich kenn dich. Du kennst mich! Du kennst mich, aber nicht Ja. Katie? Ja, das freut mich. Krass. Ich muss warten auf meine Freunde, die müssen alle lernen und ich nicht. Und dann ist mir langweilig. Du brauchst nicht lernen, du kannst alles, ne? Du bist jemand, der nicht lernen Nee. muss. Nee, ich hab grad nichts zum Lernen. Und irgendwas raschelt da die ganze Zeit im Hintergrund. Nee. Ich höre nicht. Du hast gar nichts, es kratzt die ganze Zeit so. Bei mir? Ja, bei dir. Nein. Kann man nichts machen, ne? Frauen und Technik, was soll ich sagen? Und hast du Spaß hier auf Chatroulette? Nee, eher nicht so. Und jetzt wurde mich getroffen, war es erst recht nicht, ne? Wird immer schlimmer hier. Ja, vor allem jetzt gerade. Ja, geht es ist gar nicht. mega. Geht gar nicht, das ist mega scheiße. Naja, ich will die jetzt auch nicht irgendwie aufhalten oder so oder dir den Tag versauen, auch wenn es dafür schon zu spät ist. Aber ich wünsche dir noch viel Spaß heute und dann viel Spaß später mit deinen Freundinnen, wenn die mal fertig sein sollten mit dem Lernen. Ja. Dankeschön. Dir auch. Bis dann, danke, ciao. Hallo Schweiz! Redest du Deutsch, Französisch, Italienisch oder was reden die da noch alle? So Schweizer ganz komisch. Alles auf einmal, wie alles auf einmal. Wie Artois. Wie es mir geht. Oder was? Wie Artois? Mir geht's sehr gut. Und dir? Ich war einmal in der Schweiz gewesen, ja. Ich habe erstens kein Wort verstanden, obwohl das war der deutsche Teil der Schweiz gewesen. Also theoretisch hätte ich sie verstehen müssen, aber ich habe kein Wort verstanden und es war unglaublich teuer. Weiß ich nicht, Klopapier, 20 Euro oder so, eine Rolle, ja. Unglaublich. Ich meine, ihr verdient ja auch alle ein bisschen mehr da, aber das ist alles so krass teuer, wenn du als Deutscher da hinkommst. Ich weiß auch nicht. Du kannst ja nichts leisten da. Ein bisschen langweilig so oben auf dem Berg, ne? So auf so einer kleinen Berghütte. Ja, wir als Deutsche stellen uns die Schweizer einfach so, weiß ich nicht, so als Bergleute vor, die einfach in ihrer kleinen Holzhütte oben auf dem Berg wohnen, draußen überall Ziegen und Kühe, die da rumlaufen. Aldi Süd ist das, ne? Gibt's ja nicht. Da war mir die Aldi-Tüte ein bisschen sympathischer. Jetzt kommt er gleich wieder ins Bild, komplett nackt oder so. Schöne Hängebrust hast du. Schön mit Pudding trainiert. Da nemam Ich kann deine Sprache nicht sprechen, tut mir leid. Ich gebe mir ja Mühe. Warte mal, pass mal auf. Ich gebe mir mal richtig Mühe. Da nemam Oh, kann es nicht, verdammte Scheiße. My neck, my back, lick my pussy and my crack. The fuck, man? What you been talking about, man? I just spit on my chair, man. Shit ain't for real, dog, man. Das war Du geil. hast also ziemlich alle YouTuber aufgezählt, die es eigentlich so gibt, ne? Ich bin auch dabei, oh. Nice, nice.
ich habe vorhin einen Jungen getroffen, der hat gesagt, dass du online bist und jetzt suche ich dich die ganze Zeit. Jetzt hast du mich gefunden. Ist denn Marcel Scorpion dein Lieblings-YouTuber, weil er ganz vorne steht? Stehst du auf seine Nase? Die tönt dich an, oder die Nase? Nein. Die ist geil. Ich hab eher so eine breite Nase. Ja, sehr sexy. Ja, total. Deine Nase ist auch total sexy. Guck mal, die sehen fast gleich aus, meine und deine. Ich finde, die haben den gleichen Schnitt. Wir könnten Brüder sein. Also, Schwestern, Bruder. Tut mir leid. Was machst du hier noch so? Nichts, eigentlich habe ich nur dich gesucht. Oh, das ist sehr, sehr lieb von dir. Habe ich dir jetzt den Tag gerettet oder eher versaut? Ja, gerettet. Na gut, ich wünsche dir noch viel Spaß heute hier, ne? Und man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Haust du rein. Ciao. Ciao. War ein bisschen schüchtern, ja? Leute, lasst euch nicht immer die Worte aus der Nase ziehen, ja? Redet doch selber mal. Liechtenstein. Mir wurde gesagt, dass die Leute in Liechtenstein auch Deutsch sprechen. Deswegen habe ich auch Liechtenstein eingestellt. Stimmt das? Du sprichst auch Deutsch, ja? Ich war einmal in Liechtenstein gewesen. Hauptstadt war doch, war das Vaduz? Ich weiß gar nicht mehr. Vaduz? Vaduz? Vaduz. Jo, war ich einmal gewesen. War ganz cool. Aber man kann nicht viel machen in Liechtenstein. Man ist irgendwie, weiß nicht, wie lange fährt man da durch? Eine Stunde oder so? Ziemlich klein. Ich glaube, Liechtenstein hat weniger Einwohner als Berlin. Kann das sein? Wie viele Einwohner habt ihr? 36 Kilometer? Das ist echt die Größe von Berlin. Ist ja Hammer. Hammer. Echt jetzt? Nein. Das ist sehr, sehr schön du hast sehr schön gesungen, mein Bruder. Echt? Na, ich bin voll fake, bin ich. Aber du hast sehr schön gesungen. Sing mal lieber weiter. Ach, hast du mich gerade gehört? Mist. Irgendwie so. War sehr schön. Hat mir gefallen. Du bist doch Reloadiac. Richtig. Jetzt weiß ich, wer du bist. Richtig, Mann. Oh, hast mich erkannt. Oh mein Gott, Reloadiac. Komm, lass uns was singen zusammen. Ich kann zwar nicht singen, aber wir singen jetzt einfach mal was. Du stimmst okay, an und ich singe mit. Ich weiß aber nicht, welchen Song. Keine Ahnung. Welchen Song? Keine Ahnung. Ich kenne gerade keinen Song. Mir fällt gerade kein Song ein, Mann. Alle meine Entchen, Mann. Komm, alle meine Entchen. Kennst du den Text? Kennst du den Text? Ja, komm, Digga, komm. Sober. Kannst du das? Nein, kannst du bestimmt nicht. Kann ich nicht, nee. Ich bin auch ein sehr schlechter Sänger. Willst du mal anhören? Ja, mach mal. Willst Hau du mal raus. Anhören? Hau mal raus. If I could be anywhere in the world, I would be. Oh yeah. Inside a skirt, in your groovy, dreamy knees. Every day of my life. Digga, das ist gut. Das ist sehr gut, Mann. To meet your body, we wanna get along. Give you a little love right now. Okay, das war's. Digga, das war richtig gut. Selbst über die Webcam hört sich das richtig gut. Ohne Witz. Ich sehe gerade hier, du hast dein Instagram hier verlinkt, ne? Ich verlinke mal dein Instagram, wenn es okay ist, in der Beschreibung. Ist das okay für dich? Auf jeden Fall. Digga, ich sag dir, die Ladies stehen auf dich. Ohne Witz. Auf, ne? Ja, ich nehme jedes Mal Schön, auf, Mann. Mach ich. Also, Jungs und Mädels. MR Antonio unten in der Videobeschreibung. Check mal sein Instagram. Vielleicht sehen wir dich ja bald bei DSDS oder so. Keine Ahnung, das ist eine gute Stimme. Gefällt mir. Ohne Witz. Ich weiß nicht, das ist so eine komische Fake-Show, ne? Keine Ahnung, Mann. Das ist alles Fernsehen, Mann. Fernsehen ist immer gefaked, Mann. Auf jeden Fall, allerdings. Vor allem RTL, ne? Ist katastrophal, Alter. Ja, aber Leute gucken es trotzdem. Ich muss sagen, die Castings sind lustig, wenn die ganzen Chaoten ankommen. Aber danach gucke ich die Scheiße auch nicht mehr. Ey, yo, Digga, gib mir dein Monster Energy ab. Ich hab leider keinen mehr hier. Ich hab bloß noch Wasser hier. Wasser aus der Spritzflasche. Alle, ja, das ist das Problem, Alter. Ich hasse Sonntage, ne? Man kann nichts einkaufen. Willst du das hier? Das ist ja gefakte Cola, diese scheiß Freeway-Cola. Ja, nee, ja. Nee, Shelly, weg damit. Ich hab noch ein bisschen richtige Cola, ja? Aber die ist im Kühlschrank. Warte mal, ich hol die mal kurz. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Bleib dran, ich bin gleich wieder da, ja? Digga, deine Kamera hängt. Deine Kamera hängt. Don't know what's going on. Can you hear me now? Are you tuned in? Zooming in this room, assume I got new plans. Soon as I can move, I blew the spot. Boom, bam, boom, Doc Dweller is a new improvement. Two hands gripping this mic, I watch loose limbs. New trends, new likes, and Insta view grams. Who I am doesn't matter when I put it in the pattern of these rhymes that I rattle every 52 stems.